Die Ächtung des Krieges gehört zur DNA der Linken. Und das finde ich einen wichtigen Satz, weil nie wieder Krieg, was hier hinter uns auch hängt, das ist Auftrag, das ist Verpflichtung für uns als Linke, für die sozialistische, für die Arbeiterbewegung. Und deswegen ist eben auch die Frage, wie steht es gegenwärtig um den Frieden in der Welt? Anlass dieser Ausstellung über Krieg und Frieden war der 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion. Daran zu erinnern, war das eine, aber natürlich zu mahnen, dass so etwas nie wieder passiert, das andere. Die Ausstellung beschäftigt sich nicht nur mit dem großen Vaterländischen Krieg, sondern sie beschäftigt sich mit der Frage Krieg und Frieden sozusagen in der Geschichte. Es gibt Texte, es gibt Gedichte, es gibt den Schwur von Buchenwald zum Beispiel hier drin. Das heißt, wir haben mal versucht, tatsächlich so dieses Problem Krieg und Frieden in der Komplexheit darzustellen und gleichzeitig deutlich zu machen, wo sind eigentlich die Lösungen. Für mich bedeutet das dieses Grundinteresse der Menschheit, dass wir in einer sicheren, friedlichen Welt leben wollen und müssen, dass man angesichts der gegenwärtigen Entwicklung den Friedenskampf verstärken muss und noch mehr Öffentlichkeitsarbeit dazu machen muss. Und daher war ich persönlich motiviert, diese Ausstellung zu machen. Du hast selber gesagt, es gab eine besondere Herausforderung für diese Ausstellung. Was war das? Hier war die besondere Herausforderung eben in dieser Zweigleisigkeit, die aber nicht parallel laufen, sondern ineinander vernetzt sind zwischen Kunst, Kultur, wirklich hervorragende Kunst. Und dann kam die Pandemie dazu und die hat dann die Zusammenarbeit mit Museen eben auch zusätzlich belastet. Der Krieg ist vorbei und es soll auch nie wieder einen Krieg geben. Das sind tatsächlich eher eine Grundsätze, die hier in dieser Ausstellung nochmal ausgebreitet werden in einem wunderbaren Spektrum. Danke, Herr Gampe, und vielen Dank für die Einladung. Dieses Lied ist ein Gewehr, das Wunden schließt. Wir wollen eure Kriege nicht mehr. Zu viel Blut, das fließt. Dieses Lied ist ein Gewehr, das mit Liebe schießt. Es kommt von weit weg her, hörst du die Geschichten, die es vorliest. Gerade in Zeiten, in denen wir eine zunehmende Konfrontation erleben, ein gefährliches Säbelrasseln, in dem wir erleben, wie auch Konflikte zunehmen, ist es so notwendig, dass es mit der Linken eine Kraft gibt, die sagt, nein, nicht durch Waffen und Kriegseinsätze werden diese Probleme gelöst, sondern nur durch friedliche, durch zivile Konfliktlösung. Und die Geschichte zeigt, wie notwendig es ist, gegen Militarismus, gegen Krieg, gegen bewaffnete Konflikte, aktiv zu sein. Deswegen bin ich der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr dankbar für diese Ausstellung, auch gerade in der Tradition Rosa Luxemburgs, die ja Kriegsgegnerin war, die für ihre Überzeugungen damals ins Gefängnis eingesperrt wurde. Und ich finde es ganz wichtig, dass die sozialistische Bewegung und die Arbeiterbewegung immer auch eine Friedensbewegung ist und war. Rosa Luxemburg war eine Antimilitaristin und zwar lange bevor andere sich klar positioniert haben. Sie hat die Aufrüstung abgelehnt, sie hat den Krieg abgelehnt, das war ja unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Sie hat sehr kluge Reden damals gehalten und sie hat sich selbst auch engagiert, sie hat sich selbst auch eingebracht in die Friedensbewegung. Das war einer der Gründe, weshalb Rosa Luxemburg ermordet worden ist, weil sie war eine klare, eine eindeutige Stimme gegen Militarismus. Selbst wenn die Bundeswehr uns heute das Blau vom Himmel verspricht, irgendwie, dass dieses und jenes nicht damit gemacht wird, wenn die Waffe erstmal da ist, dann wird sie vor Ort von den Soldatinnen und Soldaten auch genau so genutzt. Also wenn ich diesen Begriff saubere Waffe schon höre, diese Waffen sind zum Töten da und die können noch so umweltbewusst sein oder irgendwie anders sauber sein oder angeblich weniger zivile Tote verursachen. Am Ende geht es ums Töten
Und auch durch die Drohnen werden Zivilisten und Zivilisten getötet, das wissen wir. Und deswegen ist das reine Propaganda. Ja, damit wir Waffenexporte wirklich stoppen, brauchen wir zwei Dinge. Das eine ist der Druck der Öffentlichkeit. Da hat sich in den letzten 10 Jahren sehr viel getan. Also einmal die mediale Öffentlichkeit, es wird sehr viel skandalisiert, das ist gut so. Und das zweite ist natürlich, dass es am Ende eine Regierungsentscheidung braucht, dass tatsächlich Waffenexporte verboten werden. Und für diese Regierungsentscheidung brauche es, befürchte ich, auch andere Mehrheiten. Der Druck hat schon ausgereicht in den letzten 4 Jahren, dass zum Beispiel bestimmte Waffen nicht mehr nach Saudi-Arabien gehen. Das sind so Minischritte, aber für einen echten Stopp der Waffenexporte brauchst du dann am Ende nicht nur den Druck der Straße, sondern auch eine andere Regierung. Ich war ja lange Jahre Bundestagsabgeordnete, durfte immer wieder mit abstimmen über die Auslandseinsätze der Bundeswehr, unter anderem über Afghanistan. Die Linke hat immer ganz klar gesagt, da gehört die Bundeswehr nicht hin. Militärische Aktionen helfen den Menschen dort vor Ort nicht. Und das ist jetzt ein Ergebnis, was man feststellen muss in Afghanistan. Die Taliban sind wieder im Anmarsch. Das heißt, sie sind wieder dabei, tatsächlich die Gebiete zu erobern. Die Taliban setzen sozusagen ihr System, ihr Regime wieder durch. Und das zeigt ganz deutlich, mit militärischen Mitteln sind diese Probleme nicht zu lösen. Und das ist etwas, was wir mit der Ausstellung auch wollen und was wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung vor allen Dingen auch machen. Mit dem Hintergrund, Auslandsbüros zum Beispiel zu haben, auch in Krisengebieten zu arbeiten. Das heißt, dass wir wollen, dass gearbeitet wird an friedlichen Konfliktlösungen. Was könnte das sein? Was bringt das vor Ort? Was kann es sozusagen in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Partnerinnen und Partnern, mit Organisationen in diesen Ländern, was kann man tatsächlich leisten, um Frieden zu sichern oder Frieden zu schaffen? Und das ist etwas, was wir mit der Ausstellung diskutieren wollen und mit unserer Arbeit natürlich auch einbringen wollen. Die Ausstellung Krieg und Frieden wird in der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier am Ostbahnhof bis Ende Oktober zu sehen sein.